Wir wollen eine Aufgabe zum Thema chemisches Gleichgewicht lösen. Die chemische Reaktion, um die es geht, ist die Wasser-Gas-Shift-Reaktion. Aus Kohlenmonoxid und Wasserdampf entstehen Kohlendioxid und Wasserstoff. Das ist eine typische Gleichgewichtsreaktion. Je nach Temperatur liegt das Gleichgewicht mehr auf der rechten oder mehr auf der linken Seite. Wir sollen beantworten die Frage, ob die Reaktion endotherm oder exotherm ist, also ob bei dem Umsatz der eduktischen Produkte die Enthalpie abnimmt oder zunimmt. Dazu benötigen wir die tabellierten Werte der Standardbildungsenthalpien. Die Standardbildungsenthalpien sind ein Maß für die Energie, die in einer Substanz steckt. Die Referenz ist mit den Elementen gegeben und damit sind die meisten Standardbildungsenthalpien negativ. In unserem Beispiel haben die Edukte eine höhere Enthalpie als die Produkte. Wir haben also einen exothermen Prozess vor uns. Wenn wir die Zahlen einsetzen, dann müssen wir die psychometrischen Umsatzzahlen berücksichtigen. Minus 373,77 ist die Bildungsenthalpie von Kohlendioxid. Wasserstoff per Definition 0. Minus 110 die Bildungsenergie von Kohlenmonoxid und minus 241,8 die Bildungsenergie von gasförmigem Wasser. Wenn wir die Enthalpien entsprechend subtrahieren, erhalten wir minus 41,32 Kilojoule pro Mol als Reaktionsenthalpie, als Standardreaktionsenthalpie. Standard bedeutet, wir starten von den reinen Edukten und erreichen die reinen Produkte. Also 100% Umsatz. Man muss dazu sagen, das ist oft ein hypothetischer Wert, denn gerade diese Reaktion läuft nicht zu 100% ab. Aber wenn sie zu 100% ablaufen würde, das sagt dann der Energiesatz oder der Hessische Satz, würden 41,32 Kilojoule pro Mol frei werden. Wir beantworten als nächstes die Frage, ob die Reaktion endotrop oder exotrop ist. Dazu brauchen wir die tabellierten Werte der Normalentropien. Die Normalentropien sind in der Regel positiv, denn hier ist der Nullpunkt bei 0 Kelvin und den reinen Kristallen vorgegeben und damit haben die üblichen Substanzen eine deutlich positive Normalentropie. Wir müssen genau dieselbe Rechnung durchführen wie vorhin, also eine stöchiometrische Betrachtung durchführen der Reaktionsentropie, die stöchiometrische Summe bilden. Wir haben auch hier den Fall, dass die Entropie der Edukte höher liegt als die Entropie der Produkte. Der Ordnungszustand der Produkte ist höher. Das Chaos im System selber nimmt ab. 213 CO2, 130 Wasserstoff, obwohl es ein Element ist, positive Entropie, weil der Nullpunkt eben Wasserstoffkristall bei 0 Kelvin beträgt. Minus 198 CO und 188 Wasser gasförmig ergibt eine Standardreaktionsentropie von minus 42,38 Joule pro Mol Kelvin.